Guten Nachmittag, herzlich willkommen zur ZFF Masters mit dem größten Star des deutschen Kinos seit der 1991, mit Manta Manta den großen Durchbruch geschafft hat, ist er da und liefert als Schauspieler, als Regisseur, als Drehbuchautor und als Produzent. Vor 2 Jahren haben wir ihn dafür hier am ZFF mit dem Goldenen Auge ausgezeichnet. Jetzt ist er zurück mit dem Film Lieber Kurt. Meine Damen und Herren, Til Schweiger. Vielleicht stellen wir uns hier noch für das Foto. Toll, bist du wieder da, Til. Ich habe es erwähnt, du bist da und lieferst seit 1991. Was treibt dich an? Was mich antreibt, ist eigentlich die Liebe zum Kino und die Liebe zu der Arbeit, Filme zu machen. Das ist mein Antrieb. Und wie bist du zum Kino gekommen? Also über 1000 Umwege. Ich wollte eigentlich Lehrer werden. Konnte damals nicht Lehrer werden, weil da war die sogenannte Lehrerschwemme 1983, als ich Abi gemacht habe. Man wusste also, wenn man das studiert, wird man kein Lehrer. Da habe ich Medizin studiert, habe aber ganz schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und dann habe ich halt eine Schauspielerin kennengelernt aus Hamburg, die in Gießen am Stadttheater war, in der Stadt, wo ich aufwuchs. Und ja, mit der hatte ich so ein Verhältnis und die hat immer gesagt, du musst Schauspieler werden. Und dann habe ich gedacht, so okay. Die wird ja wissen, wovon sie spricht und so. Ne? Also dann habe ich sie gefragt, wie geht denn das? Da hat sie, ja, du musst hier Rollen einstudieren und dann musst du vorsprechen gehen an den Schauspielschulen. Und dann hat sie mit mir diese Rollen einstudiert und so fing das schon an. Ne? Und deine Eltern, waren die begeistert, dass der Junior zum Film geht oder zum Schauspiel? Nee, die waren wahnsinnig happy, dass ich Medizin studiert habe und das habe ich nicht übers Herz gebracht, denen zu sagen, ich höre auf mit Medizin, ich werde versuchen, Schauspieler zu werden. Deswegen habe ich es ihnen schrittweise beigebracht und habe gesagt, ich studiere jetzt Germanistik und Geschichte auf Magister und habe da auch meine Scheine gemacht, habe aber dann in der Zeit mich beworben an den Schauspielschulen. Und ich bin auch ein paar Mal abgelehnt worden vorher, wie die meisten Schauspieler. Und mit jeder Ablehnung haben die immer gesagt, siehste, das ist doch das. Jetzt siehst du doch, dass du es nicht kannst. Die haben sich halt wahnsinnige Sorgen gemacht, was ich verstehen kann. Mhm. Eigentlich wollte ich ja sagen, du bist der Tom Cruise des deutschen Kinos, aber ich glaube, der Vergleich behagt dir nicht so. Wer war denn dein Vorbild? Was ich natürlich meine mit dem Tom Cruise des deutschen Kinos, das ist ein anderer, der immer da ist und liefert. Ja, also ich habe einen riesen Respekt vor der Karriere von Tom Cruise. Die ist wirklich einzigartig nicht, aber die ist schon eine ganz besondere Karriere, aber er macht ja nicht seine eigenen Filme. Ne? Und ich mache ja auch meine eigenen Filme. Mein Vorbild wäre vielleicht Clint Eastwood. Ne? Also ich finde toll, dass der jetzt immer noch mit über 90 Filme macht und immer mal wieder einen richtig guten. Ne? Als Schauspieler war mein Liebling damals war Paul Newman. Und was hast du für Filme geschaut, als du angefangen hast, ins Kino zu gehen? Eigentlich fast nur amerikanische und französische. Ich war so in den 80er Jahren, gab es richtig starke französische Polizeifilme. Jean-Paul Belmondo war mein Lieblingsschauspieler, einer meiner Lieblingsschauspieler. Und dann eben amerikanische, der Film, der mich am meisten beeindruckt hat damals, das war 48 Hours von Walter Hill, also nur 48 Stunden mit Nick Nolte und Eddie Murphy. Und dann bin ich aus dem Kino rausgekommen und habe gesagt, das waren ja eigentlich 2 Filme. Auf der einen Seite war das ein ultra harter Action-Thriller und auf der anderen Seite war das eine wahnsinnig witzige Komödie. Ne? Das war ja eigentlich der Erfinder von diesem Genre, Buddy-Comedy. Ne? Und ja, so Filme habe ich halt eigentlich gesehen. Ich war mehr so auf dem Thriller, Polizei, Kriegsfilme habe ich auch gern geguckt. Und irgendwann habe ich dann auch die Dramen für mich entdeckt. Und das deutsche Kino hat in deinen Anfängen keine Rolle gespielt? 0,0. Ich fand das deutsche Kino total langweilig. Es gab einen Film, der war eine Riesenausnahme, Theo gegen den Rest der Welt mit Marius Müller-Westernhagen. Da habe ich dann gedacht, wow, die Deutschen können ja doch Filme machen. Ne?
Und dann gab es noch Männer, Mitte der 80er Jahre, den fand ich auch sehr stark damals. Aber es gab wenig deutsche Filme, die mich interessiert haben. Aber woran lag das? Das lag, glaube ich, daran, dass das lag an den Filmen. Ne? Ich fand die meisten Filme, die sahen nicht aus wie Kinofilme, die sahen aus wie Fernsehfilme und die waren nicht unterhaltsam. Ne? Es gab keine Auswahl an Filmen, die mich interessiert hätten. Und dann habt ihr das geändert mit Manta Manta? Ich mag mich erinnern, das war eine Zeit, ich habe selber an der Kinokasse gearbeitet und ich habe das ehrlich gesagt gleich erlebt wie du. Das deutsche Kino war mir fremd, verkopft. Und dann kommt Manta Manta und hat das Ganze aufgemischt, später der bewegte Mann. Erzähl mal, wie du zu dieser Rolle gekommen bist bei Manta Manta. Ja, ich hatte ja so eine... Nach der Schauspielschule, also mir war klar auf der Schauspielschule, dass ich nicht fest ans Theater will. Ne? Wenn ich jetzt vielleicht ein Vorsprechen bekommen hätte am Burgtheater, hätte ich es vielleicht gemacht, aber ich wollte nicht auf so eine Provinzbühne gehen und da irgendwie, ich wusste, dass, weil ich das mitgekriegt habe in Gießen, einem Stadttheater, was da an Intrigen und an furchtbarer Energie war, da habe ich gesagt, in dieser Welt möchte ich. Ich habe auch, mein erster Job war als Barkeeper in der Theaterkneipe also das war die Kneipe, wo das Gießener Ensemble immer nach der Vorstellung hingekommen ist. Und dann habe ich die beobachtet, da hatte ich noch keine Idee, dass ich selber mal in dem Beruf arbeiten werde. Ich habe mir gedacht, was sind das denn für komische Leute, die haben ja alle einen Dachschaden, so. Die haben sich so produziert und gelästert und so, da wollte ich nie hin und dann merkst du ja, du musst ja von irgendwas leben und dann hatte ich eben die Chance, diese Rolle zu kriegen in der Lindenstraße, das hätte ich vorher ein Jahr vorher, das hätte ich ausgeschlossen. Ne? Also das war so das Unterste, was man erreichen kann im Fernsehen, die Lindenstraße. Ich habe dann erst, ja, aber dann merkte ich auf einmal, dass Millionen Leute das gucken und toll finden. Also ich fand es schrecklich, die Zeit, aber der Vorteil war eben, dass der Mann, der die Lindenstraße, bei dem ich zum Casting war, für die Lindenstraße, der hatte auch das Casting gemacht von Manta Manta. Und da bin ich ja eben hin und habe... Da waren auch wieder ganz viele komische Leute. Und dann, da war aber so ein blondes, hübsches Mädchen, die saß auf dem Po an mit dem Rücken zur Wand und zu der habe ich mich gesetzt. Und das war die Tina. Ne? Und dann hat das Schicksal eben so ausgewählt, dass Tina und ich die Hauptrollen spielen. Und welche Rolle hat Bernd Eichinger gespielt? Das war der Produzent von Konstantin-Film. Bernds Rolle war da noch überhaupt nicht zu sehen, weil Bernd war in den USA und der durchführende Produzent war der Peter Zenk, das war auch der mich besetzt hat. Und das erste Mal, als ich von Bernd gehört hatte, war eben, da kam der Peter, also der Produzent, ganz stolz, zeigte mir so ein Thermopapier-Fax, ne, aus L.A. und das war von Bernd geschrieben, A New Star is Born. So. Und ja, da habe ich mich natürlich drüber gefreut. Und Bernd habe ich erst kennengelernt auf der Premiere. Er kam nämlich mit einem Hubschrauber, mit Suchscheinwerfer, ist er oben auf dem Dach gelandet vom UCI in Bochum. Und das war die erste Begegnung und das war dann so eine Art, ja, wie sagt man, Liebe auf den ersten Blick. Ne? Hast du auch davon geträumt, von diesem Bigger-than-Life-Leben, wie es Bernd Eichinger führte? Nee, ich habe davon nie geträumt, weil ich war immer so, ich wusste, es gibt keine deutsche Kinoindustrie. Also das ist die Filme, die... meine Fantasie oder meine größten Träume waren irgendwann mal im Tatort eine Hauptrolle zu spielen, ne, als Gasthauptrolle oder so oder vielleicht irgendeine gute Serie zu finden. Davon habe ich nie geträumt. Aber ich habe halt gedacht, das ist völlig normal, ne, dass der Produzent, der große Bernd Eichinger mit dem Helikopter da einfliegt, ne? Und dann war ich sehr, sehr verwundert, als ich bei meiner nächsten Kinopremiere war. Die im selben Kino war, ne? Im selben Kino im UCI in Bochum. Das war ein Film, der hieß Abby's Bluff, da habe ich auch den Max-Ophüls-Preis für gewonnen. Aber die Kassierer konnten uns nicht sagen, wo die Premiere ist, in welchem Saal. Der Film hat ja eingeschlagen wie eine Bombe, war wirklich sehr erfolgreich. Ich habe ihn kürzlich wieder geschaut, hat eigentlich ganz gut gealtert, funktioniert immer noch. Wie erklärst du dir diesen Erfolg? Was hat der damals getroffen, dass der so viel Publikum angezogen hat? Ich konnte es mir selber gar nicht so erklären, weil ich
Ich fand den Film gut, aber dass der jetzt so ein Kultfilm wird, das hätte ich nie gedacht. Ne? Und er hat halt wahrscheinlich den Zeitgeist getroffen, wie alle Filme, die dann so erfolgreich sind. Und das ist, das kann man nicht planen, das ist Glückssache. Ne? Also ich musste damals mit Tina 2 Wochen in diesem Wagen durch Deutschland fahren, von Kino zu Kino, um Promotion zu machen. Und ich habe mich so geschämt in der Karre, weil die fand ich damals schon so hässlich. Ne? Also diese Farben, Gelb, Magenta und dieses komische Grün. Das war, wir haben dann, als wir im Sommer gedreht haben, die Fortsetzung haben wir zum Warm-up, also zum Warm-up-Fest, bevor wir drehen, haben wir zusammen den Film im Kino geguckt. Ne? Und ich fand das keine gute Idee, weil ich fand weder die Musik geil in dem Film, noch die Klamotten, die ich da antragen musste, noch die Farben vom Auto. Aber dann siehst du den Film im Kino zum ersten Mal nach 31 Jahren und denkst, wow. Und wir haben so viel gelacht und alle fanden den Film super. Und ich habe gedacht, so, der Film ist viel besser, als du immer gedacht hast. Jetzt hast du ein Remake gedreht, oder eine Fortsetzung diesen Sommer. Was ist da zu erwarten? Ja, jetzt muss ich erstmal den Film richtig auf, weil eigentlich war mein Plan, da 2 Teile draus zu machen, aber das klappt jetzt nicht. Jetzt muss ich aus ganz viel tollem Material einen Film machen und das wird jetzt ein bisschen tricky, aber ich kann versprechen, dass er sehr, sehr witzig ist, aber teilweise auch sehr anrührend und dass es auch ein richtig zünftiges Autorennen gibt. Und das funktioniert heute noch so? Autos, geht das überhaupt noch vereinbar mit dem Zeitgeist, der eher Richtung ÖV zeigt? Ja, das gab immer mal wieder Leute, die gesagt haben, das müssten jetzt E-Autos sein. Da sage ich, hä, was? Nein, das wäre ja nicht der Geist von Manta Manta. Also die sind ja in ihrer Zeit irgendwie ein bisschen, die haben natürlich jetzt mehr Lebenserfahrung, und aber die sind trotzdem in ihrer Welt irgendwie ein Stück stecken geblieben. Also nee, die Fortsetzung ist jetzt nicht angetreten. Also wir sind nicht angetreten, um jetzt dem Zeitgeist zu entsprechen. Ne? Und deine Töchter spielen mit, stimmt das? Eine Tochter spielt mit, die Luna. Die spielt meine Tochter. Haha, passt. Und für dich, das freut dich, dass der Nachwuchs auch, dass es ihn auch zum Kino zieht, zum Film? Ja, also von denen hat keiner gesagt, dass sie jetzt Schauspielerin werden wollen. Ne? Also Lilly wollte ja die ganze Zeit nicht und dann hat sie plötzlich Lust bekommen. Dann hat sie ja in 2 Filmen mitgespielt. Dann habe ich sie angefragt für einen anderen Film. Da hat sie gesagt, jetzt kann ich nicht. Jetzt habe ich ja meine Ausbildung. Die wird Möbeltischlerin. Und Luna hat studiert und hat ihren Bachelor und weiß jetzt noch nicht, was sie machen will. Aber es hat halt super gepasst und sie spielt ganz toll in dem Film. Mit Manta Manta wurdest du zum Star, man hat dich erkannt, du warst ein Sexsymbol und dann ging es sehr erfolgreich weiter mit Der bewegte Mann, da mag ich mich auch noch erinnern, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, der lief hier in Zürich mehr als ein Jahr im Kino. Wie schaust du auf diesen Film zurück? Bist du stolz auf diese Komödie? Na, ich bin froh, dass ich die Rolle bekommen habe. Und da hat Bernd Eichinger wirklich eine große Rolle gespielt, weil Sönke Wortmann wollte mich eigentlich gar nicht casten. Ne? Und Bernd hat zu ihm gesagt, du bist der Regisseur, ich werde nicht von dir verlangen, dass er das spielt, wenn du das nicht möchtest, aber was ich von dir verlange, ist, ihn zu casten. Das musst du machen. Und ja, sonst hätte ich da nicht mitgespielt. Und ich bin sehr dankbar, weil das hat natürlich einen riesen Sprung nochmal gemacht von der Karriere. Ne? Und ja, stolz bin ich jetzt nicht, weil ich finde, der Film ist wirklich, der ist auch noch sehr witzig, aber der ist schon auch ganz schön in die Jahre gekommen, finde ich. Mhm. Ich finde, Manta Manta hat sich besser gehalten als Der bewegte Mann. Ein anderer Film, der dann kam, Knocking on Heaven's Door. Ja. Der ja auch international, glaube ich, ein riesen Erfolg war. Erzähl mal, wie das in Russland war. Ja, in Russland, da bin ich gerade nach Amerika gezogen und dann kam der Anruf, dass ich unbedingt zum Moskau Film Festival kommen soll, weil ich der Favorit bin für den besten Darsteller und der Film auch für den besten Film Favoriten sind. Ich habe gedacht, boah, nee, jetzt nach Russland, ey, das sagen die bestimmt nur, dass ich komme und so, ne? Dann haben wir es tatsächlich gewonnen, also beide Preise, Best Actor, Best Movie, und da habe ich mich echt geärgert, dass ich nicht da war. Ne? Aber dieser Film ist in Russland wirklich
Das ist ein Stück Kultur in Russland. Jeder Russe kennt diesen Film. Und der Film wird auch gelehrt an Filmhochschulen und war jetzt neulich gerade wieder im Kino, ne, weil die ja momentan keine amerikanischen Filme haben, haben sie einfach Knockin' on Heaven's Door nochmal ins Kino gebracht. Ne. Und der gehört da irgendwie zu den Top 50 Filmen beim Boxoffice, stimmt das? Das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Ja. Der Film ist auch Quentin Tarantino ins Auge gestochen. Erzähl mal, wie du ihn kennengelernt hast und wie er dich dann geholt hat für Inglourious Basterds. Also kennengelernt habe ich ihn auf der Abschlussfeier von Replacement Killers. Das war mein erster Film in Hollywood und damals war er ja der Boyfriend von Mira Sorvino, die in dem Film die Hauptrolle spielte. Und ich hatte Mira irgendwann mal in der Maske erzählt, dass meine erste Produktionsfirma Mr. Brown Entertainment hieß und da war eben die Idee, also Mr. Brown ist ja der bei Reservoir Dogs, der sagt, er will nicht mehr Mr. Brown heißen, weil das zu sehr wie Mr. Shit klingt, ne? Und die anderen sich dann über ihn lustig machen. Und das habe ich ihr erzählt. Das fand sie so cool, dass sie mich dann auf der Party zu ihm gezogen hat. Und gesagt, here, he named his production company after your movie character. Ne? Und so. Und er so, yeah, yeah. Aber er war total besoffen. Und ich fand, naja, so. Aber jedenfalls, irgendwann hieß es, der will dich treffen. Und lies mal das Drehbuch und treff dich mal mit ihm. Und was hast du so für einen Eindruck gehabt? Hast du von unten staunend emporgeblickt oder wie war eure Begegnung? Na, ich hatte immer so, mir war der, also ich war ein großer Anhänger seiner Filme. Also Pulp Fiction war für mich die Revelation. Ne? Das war wie so ein, ne? Also den habe ich bestimmt 50 Mal geguckt. Ne? Und aber ihn menschlich fand ich ihn immer dubioso, ne, mit seiner Art und beim Treffen war er mega sympathisch und auch ein riesen Fan, hat sich auch wahnsinnig gefreut. Er hat mir nämlich vorher sagen lassen, da sind 5 Rollen, wo du in Frage kämst und ich möchte mal von dir wissen, wo du dich am ehesten siehst. Und dann hat er mich halt gefragt, habe ich gesagt, ja, die beste Rolle ist der Jew Hunter, ne, aber die Rolle, die käme für mich gar nicht in Frage, weil ich keine Nazi spiele. Aber ich finde den einen gut, das hat dann der Alexander Fehling gespielt, der in die Kneipe runden kommt und alle wegrasiert, der dann mit Brad Pitt verhandelt. Dann sagt er, ja, das ist auch eine geile Rolle, aber da bist du zu alt für den, der muss viel jünger sein. Ja, gibt's sonst noch was? Dann sag ich, ja, dann gibt's noch eine richtig coole Rolle und das ist der die Nazis alle abmorkst, Hugo Stiglitz. Und er so, ich habe so gehofft, dass du das sagst, weil die habe ich für dich geschrieben. Und ich so, ja, wunderbar. Sagt er, ey, wie geil ist das denn? Also machst du, sag ich, ich muss kein Casting machen. Er so, nein. Ich so, okay, ich bin dabei. Und wo habt ihr gedreht? War das in Berlin? Bis auf 2 Drehtage, bei denen ich nicht dabei war. In Paris war alles komplett in Studio Babelsberg und in Umgebung. Ja. Und wie hat sich das unterschieden jetzt zu den Erfahrungen, die du hattest mit dem deutschen Kino? Ich meine, das ist eine Riesenmaschinerie, Harvey Weinstein, Brad Pitt, schon eine andere Liga. Ich sag mal so, also ich war so froh, als die Dreharbeiten zu Ende waren, weil die waren so, wir haben für diese Szene unten in der Bar eine Woche geprobt und dann haben wir 2,5 Wochen an dieser Szene gedreht. 2,5 Wochen, das ist nur Dialog. Ne? Mhm. Aber das lag eben daran, dass er von jedem Take das ganze Panavision-Magazin durchlaufen lassen hat, bis zum Ende und in einer Totalen. Und diese Totale hat er 17 Mal wiederholt. Und die Szene war 6 Minuten lang. So ein Magazin läuft 6 Minuten. Und keine Regieanweisung gegeben. Und irgendwann sitzt du da und es ist stickig und warm und du denkst, fuck, schon wieder die Szene. Ich konnte den Text rückwärts von den anderen im Schlaf nachsprechen. Und es war extrem langweilig. Und wie also der Film ist toll geworden, aber das Beste war, ich hatte, das war die beste Position für mich, weil wenn du in so einem Studiofilm arbeitest, ne, und jetzt nicht die absolute Hauptrolle hast, sondern sag ich mal eine Nebenrolle, und ich habe ja eigentlich immer nur Nebenrollen oder Supporting Roles gespielt, der Ausdruck Nebenrolle ist so despektierlich, finde ich. Und dann hast du dann aber bei so einem Film wie King Arthur hast du vielleicht, die haben dann 140 Drehtage und davon hast du 28 und hast in der Zwischenzeit wochenlang Pause und frei, die lassen dich aber nicht nach Hause fliegen zu deiner Familie. Die sagen, du musst hier bleiben. Studio Policy, we own you. Wenn du in Deutschland einen Film drehst, kannst du,
einen guten Agenten hast und willige Line-Producer oder Produktionsleiter, dann kannst du 6 Filme parallel drehen. Ne? Also das ist schon eine Ausnahme, aber du kannst dann in der Zwischenzeit was anderes machen, aber da bist du Leibeigener. Und ich habe halt zum Quentin gesagt, ich habe 2 Wochen hier und 2,5 Wochen da. Und wenn du es schaffst, mich in der Zeit rauszudrehen, kann ich es machen, sonst kann ich es nicht machen, weil ich habe da noch einen Film zu schneiden und da habe ich eine Postproduktion, eine Mischung. Und das war mein Glück, weil am Ende diesen langen Drehs in dieser Kneipe kam er an und sagte, Till, ja, ich weiß, du kannst ja nicht mehr, aber kannst du nicht doch irgendwie das versuchen, möglich zu machen, weil ich brauche dich ja noch als Leiche am Boden unten, wenn der Christoph Walzer kommt und so. Und ich so, Quentin, ich würde so gerne, aber ich kann leider nicht. Ey. Und die anderen mussten da wirklich noch 2,5 Wochen am Boden rumliegen. Obwohl sie nicht im Bild waren, ne? Das wollte er aber so, Quentin wollte das so. Auch im Wald bei der Szene mit dem Jew Hunter, wenn sie ihm den Schädel einschlagen mit dem, dann hat ja Brad Pitt, ist ja, ich stehe ihm gegenüber, wo ich etabliert werde und hinten oben im Berg stehen die ganzen anderen Mitkämpfer von den Bastards und es war nass und kalt und Brad hat gesagt, was machen die da oben? Ich brauche die nicht. Den einzigen, den ich brauche, ist der Till, weil ich mit dem spiele. Aber die können dann in den Trailer gehen und die können es warm haben, die können sich einen Tee machen und so. Könnte sagt, nein, ich brauche sie. Ich brauche, dass die da stehen. Obwohl sie die ganze Zeit nicht im Bild sind. Das ist für Schauspieler, da fühlst du dich so, wie sagt man, downgraded, also missachtet. Das ist so, aber das waren so Machtspielchen. Ja. Ne? Dafür warst du dann abgegradet in Cannes. Der Film feierte Weltpremiere an der Croisette. Was war das für so ein Gefühl? Das war ich noch. Nummer 1 Filmfestival der Welt, die rote Treppe hochzugehen. Ich muss schon ehrlich sagen, es war ein geiles Gefühl zu sehen, weil vom Carlton Hotel hingen die 5 Main Characters. Jeder hatte sein eigenes Banner von oben bis down. Ne? Und einer davon war Hugo Stiglitz. Da habe ich schon gesagt, cool. Und dann fahre ich, ich war mit dem Daniel Brühl im Auto und ich so zu ihm, und wie fühlst du dich? Und er so, oh fuck, ich scheiß mir in die Hose. Ich bin so fucking nervös. Ich so, echt, wieso? Und er so, bist du nicht nervös? Ich so, nee. Er so, wieso nicht? Ich sage, ich bin nervös, wenn mein Film ins Kino kommt, weil ich nicht weiß, ob die Leute reingehen oder nicht, aber hier sind wir doch nur Komparsen. Die werden, selbst der Quentin wird ein Komparse sein, ne? Also wir können uns doch total entspannen und das beobachten, ne? Und so war es ja dann auch. Also ich werde nie vergessen, weil es war alles nur Brangelina. Ne? Die haben mir echt leid getan. Und Brad war auch immer noch so und hat die ganze Zeit zu uns gerufen, mit aufs Foto zu kommen und so. Und weil der wollte immer, dass alle sind, aber die Fotografen, die haben sich einen Scheiß um uns gekümmert. Ne? Wir waren denen scheißegal. Und das war so klar. Und ich weiß noch, wie der Quentin ist, über den roten Teppich gestolpert und auf der Suche nach irgendeinem Fotografen, der ein Foto von ihm macht. Ne? Weil, aber es war wirklich nur Brangelina. Bist du heute mit Quentin oder Brad noch in Kontakt? Ergeben sich da Freundschaften oder man kennt sich einfach? Also ich hatte eine ganz tolle Zeit mit Brad am Set, aber der Kontakt ist nicht mehr da. Nee. Und mit Quentin hatte ich überhaupt keinen Kontakt mehr, außer dass ich dann nochmal das Angebot bekommen habe, in Once Upon a Time in Hollywood zu spielen. Das war, also Steve McQueen sollte ich spielen. Und dann habe ich halt, ich habe nicht mit ihm persönlich konferiert, sondern nur mit der Agentin und habe dann gesagt, okay, ich kann das machen, wenn ich keinen Text habe, ne, weil ich kann kein American Accent und ich kann, das adelt mich, weil Steve McQueen ist einer der coolsten Schauspieler ever, aber ich kann den nicht spielen mit meinem deutschen Akzent. Da reißen das Publikum mir, ne, und er hatte aber Text, insofern war es. Wie hat das deine Wahrnehmung im deutschen Feuilleton verändert? Jetzt spielt der Till Schweiger beim großen Tarantino mit. Hat das? Da habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Das ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich denke mal, der eine oder andere hat sich nicht wirklich darüber gefreut. Warum bist du eigentlich in die USA gezogen? War das? Ja, das war also, das war eine rein private Entscheidung, weil meine Frau wollte zurück in die USA. Die hatte Heimweh. Die wollte eigentlich nach Seattle und dann habe ich zu ihr gesagt, ich habe gerade angefangen, meine eigenen Filme zu machen und die Leute wollen die sehen. Da drüben bin ich tot, ne? Und dann haben wir uns halt geeinigt auf L.A. Ne? Das war der Kompromiss. Hat es dir gefallen in den USA? Also so Southern California war das? Ja, am Anfang ist das schon cool. Wir haben uns dann auch ein Haus da gekauft und habe ich gedacht, ja, das ist ja geil, in Malibu hier, so wie die Leute Urlaub machen, wohnst du hier, ne? Aber
wenn du da mal so ein bisschen länger da bist, dann merkst du auf einmal, wie hohl das alles ist. Ne? Schönes Wetter, schöne Landschaft, aber absolut hohl. Ne? Und du kannst denn da nichts machen, weil die Leute wollen ja auch, du lernst natürlich zwangsläufig hauptsächlich Leute aus der Branche kennen, aber die sind anders unterwegs als bei uns. Weißt du, bei uns gehen die Schauspieler nach dem Dreh feiern. Das gibt's da nicht. Ne? Die gehen um 10 ins Bett, damit sie um 3 sich den Wecker stellen, weil sie um 4 im Gym sind. Ne? Die sind total asketisch. Ne? Und außerdem sind die meisten schon so, dass sie sich Freundschaften immer so aussuchen. Also Freundschaften so, wer hilft mir, wer kann mein next step on the ladder sein. So, das ist sehr, das hat mir überhaupt nicht da gefallen. Und in Malibu bist du, wenn es da mal regnet, und das regnet da durchaus auch, dann kannst du gar nichts mehr machen. Ne? Weil du fährst 1,5 Stunden nach West Hollywood, wenn du nicht im Stau stehst, und du stehst sowieso die meiste Zeit im Stau da. Ich habe bestimmt ein Jahr meines Lebens im Auto vergeudet. Ne? Kein Scheiß. Das und Parkplätze gibt es da auch nicht mit Toiletten. Ne? Ich muss mir immer so eine Evian leere Wasserflasche mitnehmen. Weil du stehst 5 Stunden im Stau auf der Autobahn und kannst nirgendwo strullern. Auf der anderen Seite sind die USA ein Land, wo Erfolg honoriert wird. Wo du bist eigentlich im falschen Land, ein Star. Also du bist in Deutschland ein riesen Kassenmagnet. Aber wie schon andeutete, das Feuilleton steht ein bisschen auf Kriegsfuß mit dir oder vielleicht du mit ihm. Auch wenn du ein Franzose wärst, würdest du auf Händen getragen? Ja, das habe ich meinen Eltern immer vorgeworfen, warum sie mich nicht in Frankreich gemacht haben. Ja, man kann sich's ja nicht aussuchen, aber es ist ja besser, in Deutschland geboren zu sein, als irgendwo in Sri Lanka oder so. Aber trotzdem, also ernsthaft die Frage, du hast Filme gemacht, Honig im Kopf, Coco Vin, die 6, 7 oder noch mehr Millionen Leute ins Kino geholt haben. Vergibt man in Deutschland den Erfolg nicht im Film? Generell, das ist nicht auf Film beschränkt, das ist, glaube ich, ich habe mal gesagt, Neid gibt es auf der ganzen Welt und Missgunst gibt es auf der ganzen Welt. Das ist halt eine Eigenart, die leider sehr viele Menschen haben. Aber wenn ich mich auf ein Land, wenn ich jetzt ein Land rauspicken sollte, wo der Neid höchstwahrscheinlich erfunden worden ist, dann würde ich sagen, es ist Deutschland. Mhm. Ja. Und was ist denn die Ursache? Also warum? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Aber, und das ist nicht auf die Filmbranche beschränkt. Das ist... keine Ahnung, es fängt doch schon an, wenn eine Frau hübsch ist, dann muss sie automatisch dumm sein. Weil eine hübsche, intelligente Frau, das geht nicht, das ist zu viel, damit kommen die Leute schon nicht klar. Mhm. Ne? Wenn sie jetzt auch noch erfolgreich ist, ist ja ganz scheiße. Und wenn sie dann noch eine eigene Meinung hat und die auch noch sagt, nee. Ne? Das ist so, aber ich kann dir nicht sagen, woher das kommt. Und wie gehst du damit um? Ganz früh habe ich gedacht, die sind aber ungerecht, ich bin doch ein ganz lieber Kerl, ich mache doch einfach nur Filme. Das war damals bei Manta Manta, den haben die so verprügelt, also das Feuilleton. Und der Film hat ja keinem weh getan. Das war ein Film, den die Leute mochten, aber der Film wurde mit einer Wut angegriffen, weil es eben auch ein Bernd Eichinger Film war. Hattet ihr das gleiche Problem, war der auch so ein bisschen? Ja, aber ich habe es schlimmer als er, er hatte das immer. Ne? Aber Bernd hat so eine Art Appeasement-Politik versucht, der hat dann den Herausgeber von der Süddeutschen oder von der FAZ abends zum Essen eingeladen. Und die haben ihm dann auch gesagt, wie toll sie sein Lebenswerk finden und wie toll sie seine Filme finden und dass er einzigartig ist, was er ja auch war. Aber sie haben dann gesagt, aber deswegen kann ich ja nicht meinem Feuilleton sagen, dass sie eine gute Kritik schreiben. Die sind ja da autark. Ne? Also das Ding ist nicht nach hinten losgegangen, aber es hat ihm überhaupt nichts gebracht. Ne? Und ich habe eben das Gegenteil gemacht. Ich habe gesagt, wenn ihr sowieso per se immer meine Filme verprügelt, egal was ich euch hier vorwerfe, also vorlege, dann mache ich das jetzt nicht mehr. Mhm. Ne, weil die haben ja immer ihren Prosecco bekommen und ihre Käseschnittchen und haben dann morgens mit so einer Fresse morgens früh um 10 im Kino gesessen und haben mitgeschrieben und haben sich schon überlegt, wo greifen sie an, um den Film platt zu machen. Da habe ich gesagt, das geht nicht zusammen. Ich kann denen jetzt noch 100 Jahre Filme zeigen. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und das war natürlich für die, das war eine Kriegserklärung. Ne? Für mich war das einfach nur konsequent gedacht, okay, du kannst sie natürlich nicht daran hindern, eine scheiß Kritik zu schreiben, aber so müssen sie warten, bis der Film im Kino ist, müssen eine Karte kaufen, an der ich ja dann auch mit partizipiere.
Und dann können Sie natürlich am nächsten Tag, das machen Sie ja dann auch. Ja, ja, und das... Jetzt war ich ja auch mal so einer und ich finde sowieso rückblickend, ich war 25 Jahre Filmkritiker, ich würde keine Pressevorstellungen morgens um 9.30 Uhr machen. Das habe ich ja versucht. Ich habe es ja versucht, mit denen zu reden. Ich habe gesagt, Leute, warum bringt ihr nicht eure Kinder mit, eure Freunde und kommt heute Abend und dann machen wir richtig, dann gibt es nicht nur Prosecco und Käseschnittchen, dann kriegt ihr vielleicht sogar ein Champagner. Ne? Nee, wir können das nicht. Oder ich habe gesagt, wir laden zur Pressevorführung ganz normales Publikum ein. Nein, dann können wir die Qualität des Films nicht bewerten. Nein, wir brauchen unsere Konzentration. Ich so, alles klar, okay, dann müssen wir einen anderen Weg finden. Und der war nämlich raus. Und dann haben sie aber gedacht, das war das bei Kainohasen, war das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Und der Marketingmann von Warner, der hat noch gesagt, Till, mach das nicht, die werden ihre Angriffe auf dich verstärken. Und ich so, ich habe breite Schultern, damit komme ich klar. Mehr hassen kennen die mich nicht, habe ich gesagt. Ne? Das war eine Untertreibung und eine Fehleinschätzung, ne? Aber dann haben sie nichts gemacht, weil die haben sich vorher schon über den Film lustig gemacht, über den Titel, den Kainohasen, what the fuck, also, und dann jetzt zeigt er uns nicht, der muss wahrscheinlich so schlecht sein, dass der Film sich von selber erledigt. Dann wurde es der größere Erfolg, dann habe ich natürlich gesagt, in die Kamera lächelnd, seht ihr, ihr sagt doch immer, ihr habt keinen Einfluss, jetzt sage ich euch, der erste Film, den ich euch nicht zum Fraß vorwerfe, wird mein größter Erfolg, Badgy. Ne? Und dann kam danach der Film Anderthalb Ritter und das ist so ein ganz, das ist ja für Kinder eigentlich, so ein Action-Buddy-Comedy im Mittelalter, so ein bisschen Spoof. Und da sind die alle reingegangen und haben dann am Freitag, Donnerstag starten ja die Filme in Deutschland, am Freitags kam eine Welle von wirklich alle, Tagesspiegel, Zeit, Süddeutsche, FAZ, Berliner Tagesspiegel, alle. Und die haben den Film in die Tonne getreten, so wie, also dagegen waren die Manta-Manta-Kritiken, Hymnen. Ne? Aber liest du das dann? Willi, der Chef von Warner sagte zu mir, was ist denn mit dem los? Dann sage ich, Willi, das ist doch ganz klar. Das ist die Rache für Kainohasen. Ne? Weil sie Kainohasen, da haben sie es versäumt und seitdem machen sie es immer. Aber der Vorteil für mich ist, oder für den Film ist, vorher stand 4 Wochen vorher schon im Internet, der Film ist scheiße. Ne? Wenn du zum Beispiel One Way gegoogelt hast, ne? Dann hast du 6 Wochen vorher schon die Kritiken und das waren keine Kritiken, das waren Vernichtung. Ne? Und da habe ich mich natürlich auch drüber geärgert und habe gesagt, okay, jetzt. Aber du liest das alles noch? Also ein Film von dir kommt ins Kino und dann gehst du zum Kiosk und deckst dich ein. Ich lese auch nicht mehr die guten Kritiken. Ich habe damit wirklich abgeschlossen. Wenn mir Leute was schicken, dann sehe ich schon in der Überschrift, Til Schweiger hat versucht, dann weiß ich schon, was kommt. Ne? Aber wie wichtig ist es für dich, dass du das große Publikum erreichst? Weil wenn ich jetzt dich charakterisieren oder deine Filme charakterisieren müsste, etwas, was du auf jeden Fall kannst, ist groß. Große Emotionen, große Szenen, große Gesten. Ja, was heißt wichtig? Das ist schön. Man macht ja einen Film und wünscht sich natürlich, dass das Publikum den genauso gutiert wie man selber. Ich mache ja die Filme nicht, ich bin ja kein Gründer vom Oberhausener Manifest. Ne? Also die haben ja damals gesagt, wenn wir mehr als 1000 Zuschauer erreichen, dann machen wir was falsch. Ne? Weil dann ist der Film wahrscheinlich zu banal, wenn so viele Leute da reingehen. Das haben die tatsächlich gesagt. Ne? Und ich wünsche mir natürlich, dass der ein möglichst großes Publikum findet. Das gelingt einem halt nicht immer, weil man ist von so vielen Faktoren abhängig. Ganz, ganz speziell vom Zeitgeist, vom Timing, vom Konkurrenzprogramm. Vom Wetter. Und trotzdem, die Leute mögen dich. Das haben wir gestern gesehen. Sind dir Mädels um den Hals gefallen? Wie gehst du damit um, dass du so quasi ein Star bist und die Leute ständig fragen, ob sie ein Foto machen dürfen? Ich sage eigentlich immer, ich mache eigentlich immer Fotos. Ne? Also ich kenne auch welche, die machen kein Foto. Und das geht aber, finde ich, irgendwie nicht um zusammen. Wenn du auf der einen Seite dich freust über den Erfolg und die Leute kommen ja nicht zu dir und fragen, ob sie mit dir ein Foto machen können, weil sie dich scheiße finden. Na, du kannst nicht auf der einen Seite hoffen, dass sie sich eine Karte kaufen und im nächsten Moment sagen, ich mach kein Foto mit dir. Hm? Was ich auch noch ansprechen möchte, du hast ja sehr vielen geholfen. Also du bist der Till Schweiger, der liefert und du hast sehr vielen in den Sattel geholfen, sei das Schweighöfer, Moritz bleibt treu, jetzt mit dem neuen Film Lieber Kurt, Franziska. Ist das ein Engagement von dir oder das hat sich einfach so ergeben?
Du setzt ja schon auf neue Talente auch, wenn du castest. Ja, aber das ist, das macht einfach Spaß. Also das verstehen viele Menschen nicht, dass es Spaß macht, jemand anders zu helfen. Ja. Also es gibt viele Menschen, denen macht das nur Spaß, wenn ihnen geholfen wird. Und die wollen alles für sich. Die nennt man Egoisten oder Egozentriker. Ne? Aber ja, das waren noch ein paar mehr. Also das war Sprungbrett für ganz viele. Und das macht mich auch stolz und ich helfe denen auch so gut ich kann weiter. Ne? Mhm. Es gibt dann allerdings gibt es dann auch welche, die vergessen das. Die sind dann wahnsinnig dankbar und sagen, wow, super, und 2 Jahre später haben sie das komplett vergessen. Aber es gibt auch welche, die vergessen das nicht. Und das ist, also es macht einfach Spaß, auch jemanden zu entdecken. Also ich habe ja Franziska nicht entdeckt, ich habe sie jetzt für einen Film entdeckt. Ja klar, sie war hier am Schauspielhaus in Zürich, ja, aber jetzt ist sie zum ersten Mal auf so einer Leinwand. Ja. Und das macht natürlich einen Unterschied, weil im Schauspielhaus sind die Happy Few und im Kino ist dann doch eine größere Menge. Hm. Also ich finde auf jeden Fall, du hättest mal so einen deutschen Filmpreis verdient für das. Allein schon für die. Immerhin, wir haben dir das goldene Auge gegeben. Das war ein wunderschöner Abend und man merkt ja an so einem Abend auch, es gibt Applaus und Applaus. Und das war ein warmer Applaus. Die Leute mögen dich zumindest hier in Zürich. Und sprechen wir doch über den neuen Film Lieber Kurt, der basiert auf einem Roman. Warum hast du den adaptieren wollen? Das ist die Frage, die ich in den letzten 6 Wochen am meisten gehört habe. Liegt natürlich auch auf der Hand. Ich fand den Roman unheimlich toll, der hat mich unheimlich bewegt und hat mich auch deswegen so bewegt, weil ich ja Vater von 4 Kindern bin und weil das eine Urangst von mir ist, war und immer sein wird, dass einem meiner Kinder was passieren könnte. Ich habe es im Freundeskreis miterlebt und deswegen habe ich gesagt, das ist so ein Tabuthema, das ich will jetzt versuchen, ich wusste ja nicht, ob es uns gelingt mit dem Drehbuch, weil das ist gar nicht so einfach, aus einem Buch, das von einer Perspektive geschrieben wird, und zwar eigentlich nur Gedanken sind, daraus Dialoge zu machen oder auch neue Dialoge zu erfinden. Ne? Und das ist uns aber gelungen und da habe ich gesagt, ich muss jetzt den Film machen. Kann man eigentlich sagen, dass das Kind ums Leben kommt oder ist das der Spoiler? Oder? Weil ich finde. Ja, das kann man sagen. Das ist natürlich die Krux an der Geschichte. Ne? Weil die Leute sagen, warum soll ich jetzt mir einen Film angucken, wo das eigene Kind stirbt? Ne? Mhm. Aber wurde sogar diskutiert auf Verleihseite. Da habe ich gesagt, no, das können wir nicht machen. Das hat nämlich damals der Steinschulte, das war der CEO von UIP, die One Way ins Kino gebracht haben. Und One Way ist ein Film über eine Frau, die mehrfach vergewaltigt wird und dann Selbstjustiz übt. Ne? Ein ganz toller Film. Und die haben aber gesagt, nein, im Marketing, wir dürfen nicht Vergewaltigung, es darf nicht um Vergewaltigung gehen. Ich sage, dann verarschst du doch die Leute. Das merken die doch dann. Ne? Aber wir haben es trotzdem so gemacht. Aber eben bei Kurt nicht. Aber das Schöne an Kurt ist ja, also diese Szene fährt ja ein, die kommt, ich weiß nicht, nach einer halben Stunde und trotzdem ist der Film kein Downer. Wie hast du das hingekriegt von der Struktur, vom Drehbuch her? Na, und durch die Rückblenden. Ne? Durch die Rückblenden, in denen der Junge also weiterlebt und in denen du siehst, was die Vater und Sohn, was die für ein tolles Verhältnis haben. Das brauchst du, sonst kannst du so einen Film nicht durchstehen. Ich habe auch viele, der Film war im Rohschnitt deutlich über 3 Stunden und ich habe auch echt viele harte Szenen, die toll gespielt waren, aber rausgenommen. Du hast den Film letztes Jahr gedreht, als deine Mutter gestorben ist. Ist das jetzt eine Koinzidenz oder ist der Tod generell mehr ein Thema geworden in deinem Leben? Das wird ja zwangsläufig so, ne? Man sagt ja so schön, je älter man wird, desto näher kommen die Einschläge, ne? Dass meine Mutter irgendwann stirbt, war klar, weil sie ja sehr krank war. Aber eigentlich wollte ich den Film drehen, als sie noch lebte. Aber da kam ja der erste Lockdown. Und deswegen haben wir ihn erst angedreht und sie ist eben vorher gestorben, ja. Aber könnte man sagen, in deinem Schaffen ist so der Ernst des Lebens, die Krankheiten, du hast zwar schon Knocking on Heaven's Door gemacht, aber jetzt mit Honig im Kopf, da ging es um Alzheimer, jetzt hier geht es um Kindsverlust. Ist das so eine Alterserscheinung oder interessieren dich die, wie soll ich sagen, herausfordernden Momente im Leben jetzt stärker? Nö, aber mich interessieren halt irgendwie Themen, die mich bewegen. Ich habe ja auch davor der Film, also die Rettung der uns bekannten Welt, da ging es ja um Depressionen, ne? Und um also Bipolarität.
Mir haben nach Honig im Kopf haben mir hunderte Menschen geschrieben, du musst unbedingt einen Film über Depressionen machen. Und dann habe ich gesagt, ey, da fällt selbst mir nichts ein, wie ich daraus einen unterhaltsamen Film machen soll über jemanden, der depressiv ist. Ne? Dann hat mir aber irgendwann meine Tochter Emma von ihrer Freundin erzählt, die bipolar ist. Ne? Und die hat gesagt, Papa, das ist, die ist einmal so traurig und im nächsten Moment macht die die coolsten Sachen, die ist unstoppable, die ist das, das macht so eine Freude mit der. Und da habe ich dann gedacht, ah, Bipolarität. Also hat mich meine Tochter draufgebracht. Ne? Aber ich habe auch Barfuß, war ja auch ein Film mit einer Frau, die aus der Psychiatrie kam, die sich umbringen wollte. Also ich hatte so Themen schon immer mal. Klassentreffen, die haben alle Angst, dass sie jetzt bald sterben, ne, und ihre Midlife-Crisis haben und so. Ist halt natürlich witziger, als jetzt einen Film zu machen, wo der Großvater sich verliert. Ne? Ich finde aber trotzdem, bei Lieber Kurt, da ist ja auch sehr viel Humor drin, das Haus wird, pardon my French, eingebumst. Dann hast du diese Kondomszene, hast du die mal selber erlebt, ja, mit eigenen Kindern? Das sind eigentlich so gut wie alle Szenen in den Rückblenden, sind basieren auf Erlebten. Und die Kondomszene ist 1:1, das war meine 7-jährige Tochter in Lilly in Barcelona. Ne, da habe ich so einen Actionfilm gedreht und kommt sie raus mit den Kondomen und what is this, Dad? Ich so, you know what it is, it's a condom. Yeah, the question is, what do you need a condom for? So, well, it's better to have a condom, not need it, than to need a condom, not have it. So, yeah, 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 but the last time I looked in your thing, it was 3 condoms. Now there's only 1 question left. Und die ganze Zeit mit so einem Smile, ne, von Ohr zu Ohr. So, the question is, what happened to the other 2 condoms? Did you blow them up or did you have Sex! Also, mit Kindern arbeiten gilt ja als sehr schwierig. Wie arbeitest du mit Kindern? So wie mit Erwachsenen. Also ich erwarte nicht dasselbe wie von Erwachsenen. Ne? Also was ich durchaus auch vom Kind erwarte, ist, dass er da seinen Text kann. Das ist das Einzige, wo ich kein Pardon kenne, wenn ein Schauspieler seinen Text nicht kann. Das ist das Mindeste, was ich erwarten kann. Und ansonsten bin ich mit Schauspielern extrem liebevoll und geduldig, obwohl ich ja kein besonders geduldiger Mensch bin. Ich will drehen, ne? Aber zu Schauspielern, ich geduldig, liebevoll, mit viel Lob und mit Kindern auch. Aber du weißt ja, dass ein Kind eben nicht funktioniert wie ein Erwachsener. Dass das nicht, also der hat mir eigentlich nie zugehört. Ich so, hey, Levi, hallo, du, I'm talking to you. I'm your director. Ne? Aber das, was er dann gespielt hat, was im Film ist, das ist großartig. Ne? Finde ich auch. Und wie hast du ihn gefunden? Casting. Sag doch etwas zu diesem Haus, wo das spielt. Also du spielst der heißt Kurt, der ist getrennt und zieht mit seinem Sohn und der neuen Freundin in dieses Haus, das eigentlich selber wie eine Figur ist. Wo steht das? Wo habt ihr gedreht? Das Haus steht in Paritz, heißt das. Das ist ein Kaff bei Berlin, 1,5 Stunden weg, hinter Potsdam. Und das Haus ist tatsächlich das Haus, in dem wir Keinohasen und Zweierküken gedreht haben. Und zwar die ganzen Kita-Szenen. Das haben wir dann nur umgedresst. Ne? Und wir mussten das natürlich dann auch erstmal wieder auf alt machen. Also das sah jetzt nicht mehr so aus wie in Keinohasen. Das wird so für Veranstaltungen und Hochzeiten und so was vermietet. Und wir mussten es dann erstmal alt machen, um es dann zu renovieren. Wie würdest du selber deinen Regiestil beschreiben? Was bist du für ein Regisseur? Effektiv. Ne? Verschwende keine Zeit. Drehe sehr viele Einstellungen, weil ich genau weiß, was ich will. Ich mache eben nicht 17 Mal dieselbe Einstellung von der Totalen, wenn ich weiß, die Totale ist im Schnitt vielleicht 1-mal oder 2-mal drin. Mhm. Und ich lasse jetzt auch einen Schauspieler nicht 3-mal heulen in der Totalen, sondern ich sage ihm, pass auf, wenn du weinst, dann bin ich mit der Kamera ganz groß auf deinem Gesicht. Was dir lieber, erstmal dein Close-up wegmachen, das du unverbraucht, oder die Totalen spielen und dabei dich aber nicht verausgaben. Ne? Und ansonsten, ja, bin ich eigentlich immer gut drauf, sehr ungeduldig, aber wir lachen sehr viel und bin auch sehr offen für Ideen, fordere die eigentlich ein von meinem Team. Aber hast du noch Leute um dich, die auch kritisches Feedback geben? Oder bist du einfach da der große Deal, dem keiner getraut? Die habe ich alle weggebissen.
Nein, natürlich. Es gibt auch Schauspieler, die sagen, ey, willst du das nicht mal so spielen oder so? Also Kollegen. Und ja, ich kriege auch Feedback von meinem Team. Aber ich kann das sehr gut, ich kann das sehr gut abstrahieren. Ich spiele ja, dann gucke ich mir das an. Auf der Festplatte wird das ja alles aufgenommen. Und dann sage ich entweder, das war gut, Till, oder ich sage, ah, das kannst du noch besser. Dasselbe mache ich mit den anderen auch. Also wenn ich jetzt in der Szene nicht bin, dann muss ich mir kein Rückspiel angucken, weil dann gucke ich ja. Aber wenn ich jetzt mit Franziska spiele, kann ich ihr nicht gleichzeitig, es gibt Momente, da kann man das machen. Keine Ahnung, wenn es irgendwelche nur Bilder sind. Aber wenn es jetzt eine emotionale Szene ist, kann ich ja nicht, während ich mit ihr spiele, ihre Regie machen. Ich muss ja mein Charakter sein. Deswegen kann ich auch erst beurteilen, wie gut das war, wenn ich es mir angeguckt habe. Ein Stilmittel, das du gern verwendest, ist die Zeitlupe. Weshalb? Das ist auch so ein Feuilleton-Gift. Zeitlupe ist immer ganz schlimm. Gegenlicht ist auch Feuilleton-Gift. Lange Brennweiten sind Feuilleton-Gift. Alles, was gut aussieht, ist Gift. Ne? Wenn es nach einem Feuilleton geht, muss ein Film scheiße aussehen. Nee, ist so. Ne? Also, Zeitlupe ist halt, es bietet sich an in Montagen. Zeitlupe kannst du den Gesichtsausdrücken besser folgen. In Action-Sequenzen sieht oft geiler aus. Manchmal ist es auch geiler, wenn es rums geht. Ne? Also ich habe auch schon oft Sachen in Zeitlupe gedreht und habe die dann wieder auf 24 Bilder aufgedreht. Weil es dann einfach. Aber es gibt Momente, es ist ein Stilmittel. Ich finde es großartig. Charakteristisch ist auch der Einsatz der Musik, die immer sehr prominent ist. Dieses Mal hast du Take on Me von Aha. Das muss teuer gewesen sein. Nö, das war relativ affordable. Das hat so roundabout 30.000 Euro gekostet. So. Da haben wir schon teurere Lieder eingekauft. Ich möchte jetzt gerne auch öffnen für Fragen aus dem Publikum. Es gibt keine dummen Fragen. Dumm ist nur, wenn man was wissen will. Till Schweiger ist hier und man getraut sich nicht. Etwas möchte ich aber noch wissen, bevor wir Fragen vom Publikum nehmen. Woher nimmst du eigentlich die Energie? Weil es ist ja jetzt doch, jetzt hast du, lieber Kurt, kommt hier in der Schweiz nächste Woche ins Kino. Du hast Manta Manta gedreht im Sommer und da hast du, glaube ich, noch einen gedreht, der schon fertig ist. Ja, den habe ich Oktober, November gedreht. Ich habe tatsächlich also in einem Jahr. Oh ja. Also das soll jetzt dann Weihnachten 23 kommen oder vor Weihnachten. Der heißt entweder Der Anfang vom Ende oder Das Beste kommt noch. Das ist eine Tragikomödie mit mir und Michi Mertens. Sehr schöner Film geworden. Konstantin hat gesagt, sie wollen erst Manta Manta ins Kino bringen und dann den, obwohl ich den vorher gedreht habe. Haben wir ein Saalmikrofon? Sonst bitte einfach aufstehen, die Frau im grünen Pullover und laut wie auf dem Kasernenhof. Wie löst du dich von der Rolle? Gibt es ein Ritual dafür? Nein, also ich löse mich nicht von der Rolle nach dem Film, sondern ich löse mich eigentlich von der Rolle spätestens an dem Moment, wenn ich vom Set gehe oder wenn ich vom Set in meinen Schneiderraum gehe. Dann bin ich nämlich sofort nicht mehr Schauspieler, sondern Regisseur. Es gibt ein Ritual, wenn ich mit dem Film komplett fertig bin, wenn ich wirklich sage, jetzt ist der Film gelockt, der Schnitt ist gelockt, die Mischung, alles, jetzt wird nichts mehr verändert, dann falle ich in der Regel in so ein kleines Loch. Aber das ist jetzt nicht ein Ritual. Weil dann sagt so mein Körper, buh, jetzt brauchst du aber eine Pause. Ne? Aber ich bin jetzt kein Schauspieler, der so, das nennt man Method Acting, ja, der die ganze Zeit in seinem Character durch die Welt läuft und du darfst ihn nur mit seinem Namen ansprechen und seinen Charakternamen. Und so, das ist mir zu. Nee. Sie hat sich da hinten gemeldet. Ja. Was dich glücklich macht, wie es dir gefällt und wie es weitergeht. Was mich immer am glücklichsten macht, ist, wenn meine Kinder glücklich sind. Was war die zweite Frage? Wie ist dir was mich auch glücklich macht, ist, wenn ich mich ins Kino sneake und,
Und so bei wie so ein Film bei Honig im Kopf, du siehst, merkst du so diese Energie im Raum, dass die Leute weinen und dann wieder lachen und dann wieder weinen und wieder lachen. Du merkst, dass das funktioniert, wenn die Leute bei Sachen lachen, wo du dir sicher warst, dass sie lachen, und du sitzt im Kino bei Keino Hasen oder so und 900 Leute, wow! Dann sagst du, check. Wann bist du nicht so glücklich, wenn sie an Sachen, an Stellen nicht so lachen, wie du gedacht hast? Und dann lachen sie plötzlich an Stellen, die du selber nicht so lustig findest. Dann denkst du, aber immerhin besser, sie lachen, als wenn sie nicht lachen. Und wie es weitergeht, ich mach jetzt die Postproduktion von Manta Manta 2. Ja. Und die zweite Frage noch, wie es dir in Zürich gefällt? Sehr gut, sehr gut. Ich bin sehr gerne immer in Zürich. Nee, ich finde, also eine tolle Serie macht schon richtig Spaß, weil du kannst auch, also du kannst alles viel intensiver und extensiver erzählen. Wir haben auch eine tolle Serie entwickelt, die wollte nur keiner machen, weil da war das Szenario, die hieß Collapse, dass der Strom ausfällt in ganz Europa, und da ging es halt auch gar nicht darum, wer dahinter steckt, sondern einfach, was das bedeutet für eine dysfunktionelle Familie. Also richtig tolle Drama-Action. Endzeitserie, ich habe sie immer gepitcht mit Walking Dead ohne Zombies. Aber das kam genau in die Lockdown-Zeiten rein, und da haben alle Streamer gesagt, nee, das ist zu dystopisch und das geht nicht und so. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir damit machen. Wir haben auch noch eine Idee für eine Polizeiserie, da haben wir schon einen Piloten, der ist sehr gut. Aber mal gucken. Ne? Aber eine Serie zu schreiben ist noch ungleich schwerer als einen einzelnen Film. Das ist schon schwer genug. Aber eine Serie, eine gute Serie zu schreiben, ist das die Königsklasse. Ja. Und trotzdem gibt es ja auch nicht so viele gute Serien. Ne? Also die besten Serien von Netflix, die habe ich schon vor langer Zeit geguckt. Und häufig ist die zweite Staffel deutlich schwächer, weil es eilte mit Nachschreiben. Meine Lieblingsserien haben eh nur eine Staffel gehabt. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mehrere Staffeln hätten, aber war nicht so. Ja. Also es ist keine Kameraeinstellung, sondern das ist die ganz bewusste Abstimmung von Set-Design, also von Bühnenbau, Location und Kostüm. Filter benutzen wir eigentlich gar nicht. Ne? Das ist auch, ich kenne kaum noch einen, der Filter benutzt, weil du kannst ja heute im Color Grading so viel machen digital. Nicht Geschmackssache. Also ich habe auch Filme, da ist nicht alles Pastell, das muss schon passen. Aber ich mag halt keine krachenden Farben. Ne? Ich war gestern hier im Hotel, Hotel 5, bin ich sofort wieder ausgecheckt. Das war, also wenn ihr mal sehen wollt, was ich nicht mag, dann lasst euch mal eine Führung geben durchs Hotel 5. Das ist Horror. Ja, du bist als Nächste, siehst dann als Nächste, ja. Also einen Lieblingsfilm zu benennen, das ist so schwer, das ist wie wenn du mich fragen würdest, wer ist denn deine Lieblingstochter? Ne? Und ich mag meine Filme eigentlich alle. Wenn ich jetzt drei rausnehmen würde, würde ich Barfuß nehmen, Schutzengel und wahrscheinlich Kurt. Und das nächste Projekt, wir haben eine Idee für einen Film über so ehemalige Kiezgrößen, ne, so
die im Altenheim sind und keinen Bock mehr haben, sich rumschikanieren zu lassen und ausbüchsen und ihr eigenes Altenheim machen wollen gegen jeden Wiener Widerstand. Das wollen wir jetzt, das will ich zusammen mit der Vanessa schreiben, mit der ich auch Kurt geschrieben habe. Dann mal gucken, ich habe auch noch einige Ideen zu Manta, dass man da noch einen Teil von macht. So, jetzt aber du. Jetzt, ob ich jetzt asiatische Filme machen möchte? Schauspieler. Ach, Schauspieler. Wenn es sich anbietet, auf jeden Fall. Ich mag, ich habe auch wahnsinnig gern schwarze Schauspieler in meinen Filmen, weil die sich einfach am schönsten fotografieren lassen. Das sieht immer geiler aus. Ne? Du kannst ins selbe Licht einen Weißen stellen und einen Schwarzen. Der Schwarze sieht immer besser aus. Die Kamera gräbt sich in das Gesicht ein. Nun, ich würde auch sofort einen Asiaten nehmen, wenn ich das bräuchte. Ne? Ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, jetzt habe ich mir so eine Rolle wie Kurt, jetzt dreh dich mal zurück und hol mir jetzt den größten Star aus Hongkong, um das zu spielen. Ne? Könnte ich theoretisch machen, aber mache ich nicht. Das machen die ja mit mir auch nicht. Ne? Die können ja auch sagen, hier, Jackie Chan, du machst mal Pause, Till macht das jetzt. Und Action machen wir sowieso nicht mehr, weil in Deutschland, die Deutschen gucken keine Actionfilme. Das ist wie Perlen vor die Säue. Ne? Und dazu sind die zu teuer, um das zu versuchen. Ich würde gerne wieder Action machen, aber dann eher für ein Streaming oder Fernsehen oder eben im internationalen Film. Das freut mich sehr, danke. Und gleich die Dame hinter dir. Das ist ganz verschieden. Es gibt tatsächlich auch Schauspieler, die ich gar nicht caste, wo ich einfach weiß, die liegen da drauf wie der Arsch auf dem Eimer. Ne? Also jetzt Heiner Lauterbach, der in dem Film mein Nachbar spielt, ich wusste, der ist einfach perfekt dafür. Ich habe auch Peter Simonischek nicht gecastet, der mein Vater spielt, weil ich wusste, der ist einfach perfekt. Ne? Und dann gibt es Rollen, da castest du teilweise 100. Weil ich mache jetzt nicht ein Casting, wo ich jetzt mit 100 Leuten spiele. Ich kriege eine Vorauswahl, das machen heute eigentlich fast alle. Zeiten von den Lockdowns war es eben so, und da hat sich das auch etabliert. Das ist so E-Castings, ne? Die Leute tapen sich selber, schicken es dir und dann guckst du dich aber durch 100 Castingbänder durch. Ne? Beim Levi, der den kleinen Kurt spielt, habe ich auch schon über 50 Kinder mir durchgeguckt. Und das ist auch ganz schön anstrengend, ne? Weil du musst ja jedem dieselbe Chance geben, du musst dich immer wieder neu einlassen auf immer wieder dieselbe Szene. Ne? Also ich kenne sehr viele Autoren, die sagen, sie schreiben am besten morgens, dann stellen sie sich einen Wecker, stehen um 6 auffangen an zu schreiben. Ich schreibe eigentlich immer nur, wenn ich eine Idee habe. Ne? Und die besten Ideen habe ich meistens nachts. Ne? Und ich schreibe sehr gerne auf Mallorca, weil ich da meine Ruhe habe. Aber ich schreibe auch im Auto. Ich habe auch schon viele Szenen geschrieben im Auto. Also nicht, ich bin nicht selber gefahren, sondern der Fahrer ist gefahren. Das ist ja geil. So. Aber da gibt es kein Ritual. Gut, eine letzte Frage. Die Frau in der Lederjacke oder in der schwarzen Jacke?
Das ganz einfach, weil er optisch erstmal gepasst hat und zweitens, weil er so natürlich ist, so naturalistisch, dass du eben nicht so ein, ganz oft sind die Kinder, die Casting, wenn du die kriegst von Kindern, da siehst du praktisch, wie der Casting-Coach hinter denen stand und denen jedes Wort so intoniert hat, wie ein Kind das sprechen sollte. Du merkst das richtig. Also, aber es waren schon ein paar natürliche, aber er war eben, ich kann es nicht beschreiben, das ist einfach, also wenn du das nicht siehst, dann bist du blind auf den Augen. Also als Filmemacher, wenn du als 50 Kinder siehst, dann kommt er als 51. oder als 58. Und du weißt sofort, das ist er. Ne? Das nennt man, keine Ahnung, Screen Presence, Aura. Ne? Sehr gut, herzlichen Dank, Till, dass du gekommen bist. Ein toller Regisseur, ein lässiger Typ. Der Film läuft noch hier am Zürich Filmfestival heute und morgen und ist ab nächster Woche in den Schweizer Kinos zu sehen. Herzlichen Dank, Till Schweiger. Gerne.